Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Super Smash Bros. Brawl. Mit mir, den Vogel, und... Und mit Jenny. Ja, Jenny hat gerade geschlafen, sie ist sehr müde. Wer ist da? Oder ist Captain Falcon, Donkey Kong, Olimar und Diddy. Komm, ich nehme Falcon. Oh, und Donkey? Wir gehen in die Subraum-Bombenfabrik. Oh nein. Das ist wieder so ein blödes Samus-Level. Samus-Level? Nein, sonst die können wir sind da... doof. Samus ist nicht doof. Nein, ihre Level sind doof. Das Level ist nicht doof. Das ist auch nicht ihr Level. Aber das Level in ihrem komischen Dings da. Ich verstehe nicht, was du meinst. Wo die ganze Zeit Samus und Pikachu drin waren. Diese Level sind voll doof. Jenny, du hast keinen Geschmack. Und red lauter. Ich höre dich selber kaum. Und ich hab nicht mal ein Headset. Schwerhörig bis darum. Was? Oh. Oma. Hä? Ach, nichts. Poha? Ja, davon hast du viele. Hey. Du wirst zu mir gefordert. Ich finde das super. Wir haben schon wieder seit gestern nicht aufgenommen. Das heißt, wenn wir scheiße sind. Wow. Ist das nicht unsere Schuld? Das war irgendwie fies. Das war fies. Wir haben uns den Boden unter den Füßen weggebombt. Das Ding hat mich weggebombt. Das war gemeint von ihm. Wo bin ich? Oh, ich bin tot. Ja, okay, dann mach das mal ganz alleine. Viel Spaß. Ganz alleine? Ja, verdammt. Oh, da bist du doch. Ey, warum bin ich explodiert? Da war doch gar nichts, was explodieren könnte. Da sind Raketen. Ach, hier kann man nicht durchfallen. Das sind ja gescheuerte Raketen, das ist ja abartig. Wie soll man denn denen ausweichen? Tötest sie einfach. Nein, geht weg. Ich bin ein Affe mit Ehre. Verpisst euch. Was kannst du eigentlich machen mit deinen Pikmins? Kannst du die so durch die Gegend? Also ich habe keine Ahnung, ich habe ihn noch nie gespielt. Ich weiß ungefähr, was Pikmins können. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten, die verschiedenen Farben. Die können irgendwie nichts Besonderes. Vielleicht machst du dich auch nur falsch. Vermutlich. Es Komm zu Ali. Mir. Oh, das ist eine Tür. Wenn das nur Bonus. Warum ist die Tür, das ergibt keinen Sinn. Was? Dass die Tür hin und her fliegt. Natürlich. Ja, aber die Plattformen, die rumfliegen, ergeben Sinn. Jenny, du machst auch keinen Sinn, weißt du? Ach, ich bin wunderschön, das ergibt Sinn. Nein, das ergibt keinen Sinn. Hey, ich wollte hoch. Wieso ist das ein Trampolin? Das ergibt keinen Sinn. Genau wie die rumfliegenden Plattformen, die ergeben auch keinen Sinn. Natürlich. It makes so much sense. So much. Alles macht Sinn, Jenny. Das musst du einfach akzeptieren. Wenn du akzeptierst, dass... Wow, da war doch eine Plattform gerade noch. Ja, jetzt ist sie weg. Haha, ich habe die Stachelplattform genutzt, um mich zu retten. Das ist unfair, das Level. Du bist gestorben. Ich da unten überlegt. Waren noch ganz klar Plattformen. Wir haben sie ja, noch nicht gesehen. Ja, wenn du da auf die untere Plattform drauf gegangen wärst, dann wäre die Kamera mit dir runtergegangen. Na, die geht nicht und das war eine bewegende Kamera. Oh. Aber ich bin nicht gestorben, obwohl ich auf dieser unteren Plattform war. Siehst du, ich lebe noch. Ich bekomme nur Schaden, weil du nicht da bist. Hä, ich bin gerade eben gestorben. Ja, ich guck, hier sterbe ich direkt wieder. Ich aber nicht. Wieso das ist doch unfair. Jetzt bist du auch gestorben. Ich finde dieses Level sehr unfair. Oh, da bin ich ja. Oh, ein Fließband. Das erinnert mich auch an Mario-Dings. Das erinnert mich an Mega Man. Das ist oh, Mega Gott. Man. Das ist asozial, gemein. Los, rein in diese Tür! Hä, da ging nicht ein. Die doch, war nicht klar. An. Wir müssen hier unten kämpfen. Nein, das ist nicht gut. Weg damit. Nein, ich will es wegtun. Ja, danke. Sonst werden wir noch in die Luft gejagt. Da oben der Fluch. Ach, der heißt Fluch und gar nicht Fluch. Ich dachte, der heißt Fluch immer. Ups. Ich habe mich die ganze Zeit versehen. Das ist ein Fluch. Ein Leben. Weiter. Aua. Was habe ich da eingesammelt? Ich habe nichts eingesammelt. Hä, was ist das? Keine Ahnung. Also es sieht aus... Keine Ahnung. Ich glaube, das ist einer dieser Schalter für die Tür da oben. Gehen wir einfach mal weiter erkunden. Wirst du zu mir? Ja, gut. Du wirst zu mir geportet. Aua, das ist viel auf einmal. Ich hoffe, dass echt nicht mehr so viel kommt, weil das... Wenn noch viel mehr kommt im Spiel, das kann ja nur noch extrem viel schwerer werden. Wie sollen wir das schaffen? Oh, das ist schon leicht. Das darfst du nicht mal sagen. Das ist nicht auch leicht. Ich bin gestorben. Nicht auch sterben, Jenny. Lass das. Das ist nicht gut. Lass mich einfach hinter dir herporten. Oh, lol. Okay. Falcon klettert sehr erotisch. Aua.
Au, au. Wow. Ah. What the f... Nein! Hast du das gesehen? Die haben mich die ganze Zeit zurückgeworfen. Ja, das machen die, weil das macht... Das ist der Sinn davon. Ja, aber ich kam da gar nicht mehr weg. Das ist voll unfair. Versuch erneut. Blödes Spiel. Ja, das Spiel macht ja Spaß eigentlich, aber es ist halt irgendwie... Ich glaub, ultra wir sind schwierig. Einfach, ja, wir sind nicht gut genug einfach, vermutlich. Ich mach den mal jetzt zuerst. Au, wo bist du? Bist du gestorben oder zu mir geportet worden? Ich war gerade Diddy Kong, jetzt bin ich Donkey Kong. Was ist wohl passiert? Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab doch nur gefragt. Wow. Okay, nein, jetzt müssen wir runter. Reitest du mich gerade? Das ist ja ekelhaft, Donkey. Das mache ich öfter mal. Donkey Kong, das solltest du unterlassen. Du hast bestimmt alle möglichen Dschungelkrankheiten. Ach, Schatz. Die Ansteckungsgefahr, die ist unglaublich doch. Die hast du jetzt schon lange. Oh, wie niedlich. Ich habe einen Fußball getreten. Haben wir es besiegt? Bin nicht sicher. Oder Leben. Kannst du ein Leben einsammeln? Ja, ja, habe ich gerade. Das kann nicht nur ich. Ich dachte schon, das kann nur ich. Warte. Wieso sind da welche runtergefallen? Das ergab keinen Sinn. Au. Wurdest du auch mitgebrutzelt? Ja. Lol. Die porten dich irgendwie immer ganz blöd, habe ich das Gefühl. Ja. Hä, wieso? Oh, diese dumme Kante. Man wird da direkt runtergedrückt. Ja, das ist natürlich jetzt... Bin ich Oli? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie er gespielt wird. Ich hoffe einfach, dass ich, dass hiernach gleich Schluss ist. Ey! Was macht ihr Hurensöhne da? Das sind nämlich keine Nutten, sind das? Ich bin Olima! Ich habe keine Ahnung, wie man den spielt. Ich hasse das. Das ist ja furchtbar. Ich bin tot. Nee, ich bin Falken. Okay, warum bist du Falken? Kann ich Falken sein? Bitte seid zu Ende. Oh Gott. Können wir tauschen? Lass mich Falken sein. Nein. Ich kann Olima nicht. Ich weiß, ich habe den noch nie gespielt. Du hast ihn wenigstens gespielt. Ja, weil ich muss. Ja, also hast du mehr Erfahrung? Du bist der Profi hier unter uns. Hä? Wow. Ich glaube, ich habe es geschafft. Wo bist du? Tot. Oder so ähnlich. Ne, wenn du tot wärst, dann könntest du doch gar nichts machen. Okay, du hast keine Ahnung. Hau ab, Rob. Okay, yay, ein Magneson. Ja, das hatten wir aber schon. Wenn ich jetzt wegen dir geportet werde und mich verletze, dann hau ich dich. Nein, natürlich nicht. Ich achte doch immer auf deine Gesundheit. Schatz. My honey, sweetheart, yo. Ah, so kann ich die werfen. Okay, wow. Hui, au! Das war asozial. Fies und gemein. Ich mag's. Es ist wie du. Nein, wie du meinst du? Ich bin nicht asozial. Doch, eigentlich immer sogar. Nein. Nur weil das, was sozial ist, eigentlich ja asozial ist. Also, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also ist mein asoziales Verhalten eigentlich das einzig wahre... Oh, philosophisch zu sein, das steht hier. Das einzig wahre soziale Verhalten. Okay. Was kann ich da machen? Okay, das ist ziemlich cool. Was ist das? Wow! Wir werden zerquetscht. Ah. Nein! Wow. Nein. Hä? Wo bin ich jetzt? Ich dachte, ich bin runtergefallen, dann bin ich hochgesprungen, aber ich war eigentlich noch oben. Dann. Weil du gestorben bist, bin ich auch gestorben, obwohl ich noch gelebt habe. Ja, dein Deutschsein, sehr gut, Joda. Wo sind wir jetzt? Oh, gut. Wenigstens nicht. Oh, ich dachte, ich wäre du. Verdammt. Fucking Punch. Fucking Kick. Ja, mein Ohr juckt. Ah. Es ist sehr unpraktisch, sich unter dem Headset zu kratzen. Ja, du kannst es ja auch einfach... Ne? Muss ja nicht so unprofessionell werden direkt. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Komm her. Wow. Punch! Habe ich ihn damit getroffen? Wäre cool. Nicht da reingehen. Aua. Ey, ich war verwundet. Ja, toll. Jetzt komme ich hier auch so. Ich komme. Ja, ich bin verwundet und kam da nicht mehr weg. Also bin ich da einfach durchgerannt. Und man hat ja Verwundungszeit. So habe ich es irgendwie überlebt. Ja, hier kommt man unten durch. Ja. Fuck him. Punch! Aua. Ich mache einfach nur Falkenpanschuss. Wow. Komm hierher, du wirst da sonst zerquetscht.
Peng, peng. Und jetzt? Ich weiß nicht. Wir haben ein Problem. Hallo. Ah. This makes sense very much. Yes, yes. Cut, yes, 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 yes. Cut, yes, 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 yes. Wow, was ist das hier unten? Wow, das tat weh, du Hurensohnball. Das sagt man nicht. Entschuldigung. Da ist was. Boah, diese Leute, die jetzt schon knallen, ne, die haben den Sinn von Silvester nicht verbegriffen. Die sind der richtig Sinn. Hohl. Lustig. Auf Kommando feiern, yay. Ja, ich meinte ja diese ja, ich weiß schon. Gesetzlich erlaubte Ruhestörung. Da mach. Ja, die regen mich auf. Aber ich glaube, ab wann darf man denn? Ja, erst ab morgen Abend. Nein, man darf, glaube ich, schon ab 12 Uhr am 31. mittags. Nee, ich glaube nicht ab mittags. Doch, ab... Ich meine, erst ab 18 Uhr oder so. 18 Uhr, keine Ahnung. Irgendwann da auf jeden Fall Ganondorf als... coole, keine Ahnung, Animation und... Wie wollen sie ihn töten? Er ist doch nicht wirklich im Raum. Warum bleiben sie denn da? Oh nein. Der uralte Minister, Was haben sie nur vor? Vielleicht werden sie jetzt alle sterben? Oh nein. Oh nein, warum tun sie We've das? We've got a problem. Ein ganz kleines... Der uralte Minister hilft uns. Warum? Er ist doch böse. Naja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also er ist auf jeden Fall nicht auf Ganondorfs Seite, scheint mir. Oh, jetzt wird gezeigt, wer er wirklich ist. Wer ist er wirklich? Bestimmt verbrennt jetzt seinen Mantel und man sieht ihn dann. Nein, ich glaube, er stirbt. Ja, oder das. Aber ich verstehe die Story nicht. Ich auch nicht. Könnte uns die jemand in den Kommentaren zusammenfassen? Also auch komplett die ganze Story. Ihr spoilert uns nicht, wir nehmen das im Voraus auf. Keine Angst. Das ist so süß. Was? Ach, diese Viecher. Die einfach nur nerven. Ja. Ah, mein Ohr juckt. Das ist ja schrecklich. Sei doch nicht so unfähig. Rob? Was? Wir können jetzt den spielen? Du, alte Minister, war auch ein Rob? Was? Ich will... Ich möchte Falken sein. Diggy Kong, ja. Und dann, ich hätte auch Samus sein können. Ich möchte Samus sein. Dann nimm Samus. Wir können Pikachu nicht auswählen. Ah doch, nach unten muss man drücken, weil Pikachu so klein ist. Und lol, wir kriegen Rob und spielen ihn nicht mal. Wow. Oh, das ist ja geil. Okay, wir müssen ja einfach nur kämpfen. Oh, wo bin ich? Was? Oder? Oh, ich will den Hammer. Okay, das ist ziemlich cool, Samus zu sein. Ich höre die Musik nicht, weil ich total asynchron mit der richtigen Musik bin. Tut mir das leid, aber falls die total anders ist. Fate, ist die anders? Ist die anders in Brawl? Nein, die wirkt so... Ja. Okay, ich bin sehr klug. Falken. Samus sein ist sehr cool, das gefällt mir. Falken. Oh, den Hammer. Nimm den Hammer. Hast du ihn? Ja. Ich nehme den Raketenwerfer. Die haben Laserschwerter. Ich habe einen Raketenwerfer. Nein, verdammt. Das alles. Ja, Samus ist definitiv eine der coolsten spielbaren Figuren in diesem Spiel. Findest du? Ja. Du hast gerade eine Pistole, das weißt du schon, nicht? Ja, die hat sie aber sonst auch eine Pistole. Ja, aber eine andere. Ich habe ein Laserschwert. Au! Verdammt, da war eine Bombe. Die habe ich gar nicht bemerkt, so richtig. Also ich habe sie schon irgendwie gesehen, aber ich habe sie einfach ignoriert. Sterb doch bitte einfach. Ich habe ein Laserschwert. Da, ich glaube, er ist nicht der Letzte. Oh, da oben sind noch viel mehr Gegner. Wo ist ein Herz? Ich habe es eingesammelt. Oh, danke. Wow, wow. Boah, ich hasse diese Viecher. Die erinnern mich irgendwie an so eine alte Zeichentrick-Verfilmung von Alice im Wunderland von Disney-Verdi, glaube ich. Ach so, ja, die, ich weiß, welche du meinst, aber die habe ich nie so richtig gesehen. Ich glaube, ich habe die auch mal gesehen. Hat die ganzen Disney-Filme ja irgendwie alle schon mal gesehen. Also habe ich das Gefühl. Oh Gott, den hatten wir schon mal. Das ist ein Gegner. Ja, genau, hau mit einem Hammer auf ihn drauf. Das sind zwei. Von der Sorte, das ist ja widerwärtig. Ich bin eh so gut wie tot. Ich hau einfach mit. Ich versuche in der Mitte zu bleiben, weil da können sie mich schlecht töten. Okay, war zu spät. Überlebst. Können sie sich gegenseitig töten? Ich glaube nicht, nein. Das wäre ja nur fair. Oh, ich habe da eine Bombe hingeworfen. Au. Ich muss hier weg, er tötet mich sonst. Oh. Wo bin ich? Oder? Da hinten. Komm da weg, sonst hauen die dich aus dem Feld raus. Ja, ich kann da nicht weg. Über sie rüber musst du. Wie soll ich das denn bitte machen? Das geht mit Doppelsprung nicht. Und deiner Rettung.
Das geht nicht. Doch. Nein, weil ich mich nicht sehe. Einfach nach links laufen. Du bist rechts, also du bist schon zu weit rechts. Ich kann nicht nach rechts, weil das Ding da ist. Links laufen. Links, das ist ja, das geht nicht, weil das Ding da ist, du Vollhorst. Ja, du musst über ihn rüberspringen, guck so. Du bist richtiger Idiot. Du merkst doch irgendwann, wenn du nicht mehr weitergehen kannst und dann springst du einfach rüber. Jenny, du bist ein komischer Mensch. Hey, du bist ja immer noch am Leben, ja, dann komm doch her. Kommst du da echt nicht rüber? Ja, egal. Jetzt bin ich tot. Ja. Jetzt bin ich Pikachu, cool. Hä? Ich hab den doch gerade tot gehauen, hab ich das Gefühl. Ja, ich hab ihn gedonnert. Na, du Opfer. Haben wir es jetzt? Ah, wir haben ihn. Wuhu! Yeah. Wir sind so süß. Wir sind Donkey Kong und Pikachu. Wir sind niedliche kleine Tierchen. Irgendwann schaffst du es mal, über sowas rüber zu springen. Wenn noch einmal so einer kommt, zeige ich dir das ganz genau. Da sind ganz viele Bomben, Donkey Kong. Ich würde abhauen. Ja, ich auch. Die kleinen Robs, wie niedlich. Rob ist ja eigentlich so ein Accessoire gewesen für Leute, die keine Freunde haben, weil du hast ihn den zweiten Controller in die Hand gedrückt und er hat damit gespielt. Das ist voll cute. Aber nur bei zwei Spielen, glaube ich, und da extrem langsam, weil er halt mit Motor war und nicht digital oder sowas. Wer möchte ich denn sein? Wer ist denn da? Donkey Kong? Ich will wieder... Samus. Ach komm, nehmen wir doch mal Rob. So. Ja, ja, ja. Wie gehst du so schnell nach unten? Wie machst du das? Hä? Ich bin, glaube ich, automatisch einfach gefallen. Und du bist vielleicht gesprungen aus Versehen oder sowas. Falcon! Punch! Falcon! Punch! Hey, gehst du wieder runter? Ey, warum springt die direkt wieder hoch? Was soll das? Weil du nach oben drückst. Du hast ja gesagt, du willst das so, dass wenn man nach oben drückt, dass man springt. Ich hab's bei mir ausgemacht. Ich kann so oft nach oben drücken, wie ich will. Okay, außer wenn da eine Leiter ist. Ich hab mir in der Sonne geworfen. Du bist mein Sonnenlicht. Oh nein, bitte nicht. Doch, du sorgst dafür, dass ich Hautkrebs bekomme. Hautkrebs? Du weißt ja wirklich, nur Schwecken kriegt man Hautkrebs. Ja. Ja, nein, nicht wirklich. Cool. Wow. Au. Lass uns einfach nach oben schlagen. Wow. Au, au. Ich glaube, hier kann man aber kaum sterben, weil irgendwie... Wo will man denn hinfliegen, außer nach oben? In der Mitte bleiben, da haben wir die besten Chancen. Oh, ich glaube, wir müssen sogar in der Mitte bleiben. Oh! Au! Duck dich! Wenn ich mich ducke, werde ich nicht viel kleiner. Fucking Punch! Oh, oh. Hallo, Lady. Wow. Bleib du rechts bei dir, ich bleib hier links. Wow, oh Gott! Duck dich! Ich glaub, wir mussten runter, ja. Das war sehr, Warte! Ja, okay, ich bin runter. Gefallen. Mach ruhig. Ja, ja, okay. Entschuldigung! Du fällst schneller als ich. Wow. Ich sag, wow. Du fetter okay, bist. Okay, die Bomben kommen auf uns zu. Einfach runter. Au, au, das ist fies. Ich sehe nichts. Ah, oh, das ist ein laufendes Bild, darum. Ja, ich hab's schon gemerkt. I was frozen today. Entschuldigung. Das war ein Witz. Du bist heute eingefroren? Er ist größer, als du denkst. Ach so. Ich komm nicht. Das ist ein Herz. Was? Nimm. Oh nein, mit dem Hammer kann man nur einmal springen. Boah. Nein! Ich dachte, oh gut. Okay, da durfte man hin. Da steht eine Statue. Ja, ich hab's gesehen. Geh hin und drück A irgendwie. Ich hab's versucht. Ich weiß nicht, ob ich sie eingesammelt habe. Ich auch nicht. Ich keine Ahnung. Ich seh mich nicht. Au. Hochspringen, dann kriegst du weniger Schaden, weil du ja nicht außerhalb des Bildes dann bist. Oh, da ist eine Tür. Yay, wir haben's geschafft. Nein, ich wirklich noch nicht. Oh. Wieso hast du beide genommen? Hab ich nicht. Doch, ich hab keinen bekommen. Du Hure. Warum fallen die da einfach runter, ohne irgendwas dagegen zu tun? Weil sie cool sind. Verrückt. Das ist der Falken, ich weiß nicht, wie sein Fahrzeug ist, aber sein Fahrzeug halt. Damit fährst du ein F-Zero mit über 1000 km/h, das ist super geil. Und da ist Ridley? Was macht der schon wieder? Ich dachte, wir haben ihn kaputt gemacht. Ja, aber es gibt in Metroid Zero Mission zum Beispiel, gibt es noch Metall Ridley am Ende. Wer ist, oh, ich möchte Samus sein. Ich will er, dann Pikachu noch ein bisschen und dann Donkey Kong. Ja, ja. Ah, das ist ja widerwärtig.
wie ist die Musik da? Ich weiß nicht, ich kann nicht drauf hören, weil ich kämpfen muss. Summ mal so ein bisschen so, keine Ahnung. Einfach mitsummen. Nein, das ist keine mitsummbare Musik. Wow! Oh Gott. Es ist so. Nein, ist es nicht, okay. What the fuck, Ridley, you got some serious shit going on. Ausweichen. Wow. Au! Au! Alter! Das ist ganz schön brutal für ein Nintendo-Spiel. Allerdings. In der Mitte. What the fucking fuck. Oh Gott. Meta Ridley heißt der. Okay. Ich weiß nicht aus welchem Spiel. Ob das irgendein Spiel ist oder ob der für dieses Spiel gemacht wurde. Aber es gibt auf jeden Fall andere Formen von Ridley noch und auch von den Bossen in Metroid allgemein immer. Nein! Ich bin ausgewichen. Hier ist eine Bombe. Nein. Oh Gott, ich komme gerade noch so eben retten. Das war ja aber. Hä, wieso sprintet er gerade? Er rennt immer weg, wenn ich ihn beschieße. Lass mich doch mal da zur Bombe hin. Danke. Au. Wo bin ich? Ich bin gestorben. Die Kamera folgt mir. Wenn du stirbst, das ist ja abartig. Pikachu. Mach ihn tot. Oh Gott. Pikachu. Jetzt bin ich Donkey Kong. Pika. Wir haben ihn besiegt. Also ich. Du nicht. Ich hab dir geholfen, aber ganz schön. Ich hab ihm Donner ins Gesicht gehauen, ja? Okay, das ich bin der coolste. Das tut weh. Wow. What the fuck? Die ganze Insel ist verschlungen worden. Warum hat er das gemacht? Oh, unser Vater ist. Das Wasser wird sogar eingesaugt. Wir sollten das jetzt mal beenden gleich. Oh, ja, da sind die anderen. Das sind ganz alle niedlichen Tierchen. Ah, gruppieren sich jetzt alle? Cool. Das wäre cool. So eine riesige Schlammschlacht aus Nintendo-Charakteren. Nein, keine Schlammschlacht, bitte. Nicht Schlammschlacht, aber halt so ein Gemetzel wie eine Schlammschlacht. Man sagt dazu, aus so eine Schlammschlacht. Du weißt genau, was ich meine. Nein, und Harry und die haben wir, glaube ich, alle schon. Wie langweilig. Okay, speichern wir mal kurz. Aber ja, doch, der Part ist auf jeden Fall lang genug. Wir haben hier viel zu lang aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal geht's weiter mit mir, dem Vogel, und mit Jenny. Jo, tschüss.